Erziehung ohne Strafen. Heute geht es um das Buch von der Katharina Saalfrank, Kindheit ohne Strafen. Katharina Saalfrank kennen die meisten von euch von RTL. Sie hatte damals eine Sendung gehabt, Nanny oder Super Nanny hieß die. Und da ist sie zu Familien gegangen und hat halt geschaut, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Also nur zu Familien, die sich da auch beworben haben und gesagt haben, komm bitte, schau bei uns in die Familie rein. Mit der Erziehung geht es nicht so gut, kannst du uns unterstützen? Die hat Unterstützung gegeben. Katharina Saalfrank hat selbst 4 Kinder. Ich hatte sie angeschrieben, wollte mit ihr ein Interview führen über dieses Buch hier auf meinem Kanal. Aber sie hat viel zu tun. Ganz lieb hat sie mir abgesagt. Ja, und jetzt werde ich dir dieses Buch einfach mal zusammenfassen, was da drin steht. Für alle, die es interessiert, bleiben dran. Wer jetzt kein Interesse hat an Erziehung und Kinder, weil er keine Kinder hat, kann gerne wegschalten. Ich selbst komme im Alltag oft an meine Grenzen, was Bestrafungen angeht. Jeder, der Kinder hat, weiß, was ich meine. Es kommt immer wieder mal vor, wo du nicht weißt, gerade jetzt bei mehreren Kindern, wenn die sich streiten, wenn es ausartet und du jetzt sagst, stopp, es reicht und die machen immer weiter und wo du dir dann eine Strafe ausdenkst. So, wenn es jetzt nicht aufhört, gibt es keinen Fernseher. Oder wenn es jetzt nicht aufhört, gibt es das nicht. Katharina beschreibt in diesem Buch, und das wirst du nach dem Video halt verstehen, wie du in solchen Situationen umgehen kannst, ohne dein Kind zu bestrafen. Die macht das wirklich richtig toll. Ich kann das Buch auch nur empfehlen. Ich werde dir ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel hat sie da ein Beispiel, wenn du mit deinem Kind auf dem Spielplatz bist und du sagst Bescheid, Schatz, wir gehen jetzt gleich. Und dann nach 5 Minuten sagst du, komm, wir gehen jetzt heim, weil ich muss Abendessen machen und ab ins Bett und alles. Und das Kind schreit und weint und will unbedingt im Spielplatz bleiben. Es versteht nicht, dass es jetzt nach Hause muss. Und sie erklärt halt da, wie du dann mit dem Kind umgehst, ohne es zu bestrafen. Oder eine andere Szene war zum Beispiel, du bist mit dem Kind unterwegs und es möchte ein Eis, aber jetzt gibt es erstmal kein Eis. Ja? Also du hast mit ihm auch geklärt, es gibt heute kein Eis. Oder es hat vielleicht schon eins gegessen und möchte ein zweites. Und das Kind weint und schreit und möchte unbedingt ein Eis. Und normalerweise würde man dann sagen, okay, es gibt eine Strafe, es schreist du so sehr oder man würde das Kind anschreien oder man wird ausrasten. Sie gibt hier einen richtig guten Hinweis, einen richtig guten Tipp, wie du mit deinem Kind umgehst, wenn es dann ausrastet. So, und bevor ich jetzt hier so viel herumlabere, gehe ich direkt rein. Ich habe mir jetzt hier die Notizen geschrieben. Genau, sie, Saalfrank, sagt, heutzutage die Erziehung bei fast allen ist reine Verhaltensanpassung. Wenn das Kind sich gut verhält, bekommt es Lob. Und wenn es sich ja nicht so gut verhält, unangepasst ist, dann gibt es Strafen oder Konsequenzen dafür. Und das, glaube ich, kennen wir alle. Ist auch so im Kindergarten, auch in der Schule. Sie sagt, Kinder verweigern sich uns nicht, um uns zu ärgern, sondern weil sie nicht anders können. Und ich liebe ihr Buch, weil sie in dem Buch genau auf das Kind eingeht, auf seine Bedürfnisse, auf seine Gedanken, auf seine Gefühle. Du als Eltern, ich ja auch, wir merken im Alltag, also ich komme an meine Grenzen und denke mir, mein Gott, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Aber das Kind, ich bin dann in meinem, ich bin dann gerade in meinem Zustand. Ja, in meinem Zustand ist dann vielleicht Stress, weil ich habe das Gefühl, ich muss aber noch kochen und ich habe noch nicht eingekauft und will noch dieses und jenes machen und das Bett muss ich noch wechseln, der Boden. Ich habe dann ganz andere Gedanken und das Kind hat sich den ganzen Tag angepasst, war brav im Kindergarten, war in der Schule, hat die Hausaufgaben gemacht. Und in diesem Moment reicht es dem Kind einfach, weil er musste den ganzen Tag sich angepasst verhalten. Und dann rastet es vielleicht aus, wo ich denke, es kann doch nicht sein. Warum macht er jetzt sowas? Ich verstehe es nicht, aber für das Kind ist es normal. Es kann einfach nicht anders. Genau, hier sagt sie, hoher Erwartungsdruck überfordert sie. Und unsere Kinder, ja, wir haben einen hohen Erwartungsdruck an sie. Der gesamte Tag, es fängt ja schon morgens an mit dem Anziehen, mit dem Essen, mit dem in den Kindergarten gehen. Die meisten wollen nicht in den Kindergarten. Sie haben keinen Bock, in die Schule zu gehen. Sie haben keinen Bock auf Hausaufgaben, aber sie machen es normalerweise. Und wenn sie sich zu lange diesem hohen Erwartungsdruck beugen, das heißt, sie machen das, was die Eltern sagen, passiert, wenn sie sich zu lange und zu sehr nach unseren Wünschen und Erwartungen richten, passiert ist, dass sie halt manchmal ausrasten, nicht nur manchmal, aber dass es dann gewisse Situationen gibt, wo wir als Eltern sagen, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, warum übertreibst du jetzt? Es passiert aber auch, wenn von dem Kind sein Vertrauen in unsere Beziehung geschädigt wird. Entweder habe ich es angelogen, ich habe es angeschrien, ich habe ihn gekränkt, habe seine Bedürfnisse einfach missachtet. Das passiert leider im Alltag. Ich missachte die Bedürfnisse meiner Kinder manchmal. Und ich denke, jeder da draußen, natürlich nicht bewusst, aber du bist ja als Mutter beschäftigt. Du gehst dann arbeiten, du hast dann die Wäsche, du hast dann die Küche, du hast jenes, dieses, dieses. Und das Kind will aber in dem Moment eigentlich mit dir schmusen und ein Buch lesen, aber du sagst ja später, lass mich erstmal fertig machen. Das ist zum Beispiel, in dem Moment wird dir sein Bedürfnis nach deiner Nähe missachtet. Passiert.
Und gerade wenn du mehrere Kinder hast, sowieso. Du kannst nicht jedem Kind sein Bedürfnis zu vollster Zufriedenheit befriedigen. Geht einfach nicht. Sie sagt, geh einen Schritt zurück, wenn es Situationen gibt, wo das Kind ausrastet, weil das Kind kann einfach nicht anders. Es ist in einer seelischen Not und es verhält sich einfach dementsprechend und drückt sich halt dann so aus, wie es gerade den Eltern halt einfach nicht passt. Das war jetzt erstmal der Einstieg und ich gehe jetzt direkt auf Seite 27 und lese dir ein paar Sachen vor. Wenn du dir das Buch nicht holen möchtest, dann hast du es ja. Seite 27 habe ich jetzt hier. So, sie hat jetzt ein Beispiel gegeben. Es geht hier um den Tom, der den ganzen Tag kooperiert hat mit den Eltern. Er ist morgens aufgestanden, hat sich anziehen lassen und hat mit seinen Eltern gefrühstückt. Er hat seine Schuhe und seine Jacke angezogen oder sich anziehen lassen und ist ins Auto gestiegen, um in die Kita zu gehen. In der Kita hat er sich über 6 Stunden in seine Gruppe integriert und mit den Erzieherinnen kooperiert. Daran denken wir ja gar nicht, weil die müssen sich echt anpassen, die Kinder. Er hat sich von seinen Eltern aus der Kita abholen lassen und ist danach, obwohl es für ihn überraschend kam, noch mit zur Oma gefahren. Genau, in der Geschichte wird jetzt hier noch erzählt, die Eltern holen ihn ab, gehen aber noch mal zur Oma, wusste er nicht. Er dachte, sie gehen heim und war alles gut, waren sie bei der Oma, sind heim dann gegangen und zu Hause ist er plötzlich ausgerastet. Er wollte seine Schuhe nicht anziehen, hat einfach nur geschrien, hat sich an der Heizung festgehalten. Der Vater wollte ihm halt die Jacke ausziehen, die Schuhe wollte er einfach nicht, er ist einfach ausgerastet. Und sie erklärt einfach, was davor war. Der hat sich davor den ganzen Tag angepasst und dann kam er an einen Punkt, wo er gesagt hat, nein, jetzt nicht mehr. Und die Kinder hören ja auf ihre Intuition. Sie lassen sich einfach nicht beugen und sie unterwerfen sich ja nicht dann einfach nur nonstop. Wir lernen das ja mit der Zeit, dass wir uns unterwerfen. Das heißt, wir gehen irgendwann zur Arbeit, machen das, was der Scheißchef sagt, erledigen unsere Aufgaben und so weiter. Bei den Kindern ist es ja noch nicht so weit. Also Gott sei Dank, sie hören da auf ihr Gefühl und sagen, jetzt reicht's. Und sie gibt aber auch die Lösung. Was machst du denn jetzt, wenn es soweit ist? Ja, du bist jetzt gerade zu Hause und dein Kind schreit wie am Spieß, will sich die Schuhe nicht ausziehen, will sich die Jacke nicht ausziehen. Sie erklärt hier, wie der Vater dann sauer wird. Der schreit den Kleinen an, nimmt ihn einfach mit Gewalt, zieht ihm die Jacke aus, lässt ihn mit den Schuhen, glaube ich, und legt ihn einfach ins Bett und sagt, so zur Strafe gibt es heute kein Buch und du schläfst jetzt so. Und sie erklärt jetzt, das Kind versteht in dem Moment, meine Gefühle werden missachtet, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Ich muss mich eigentlich anpassen, sonst werde ich nicht geliebt. Ich werde gerade bestraft, weil mein Verhalten nicht gut ist. Ich darf also nicht auf meine Gefühle hören, das war jetzt gerade ein Fehler. Kommt es gerade an, was ich dir jetzt hier erzähle? Das heißt, das Kind möchte ja seinen Gefühlen Ausdruck verleihen, bekommt aber eine Strafe. Ich hätte genauso wahrscheinlich reagiert. Ich würde auch sagen, jetzt reicht's, Junge, zieh mal die Jacke aus und geh ins Bett. Was soll denn das? Aber damit akzeptieren wir nicht seine Gefühle und zeigen ihm, du darfst nicht auf deine Gefühle hören, du darfst sie auch nicht zum Ausdruck bringen, das ist falsch. Du musst dich den ganzen Tag anpassen. Sie gibt jetzt in diesem Buch den Tipp, das Kind darf verärgert und frustriert sein. Das Schlimmste, was uns Eltern halt, die größte Herausforderung, die wir haben, ist, es auszuhalten, diese Frustration, dass wir das tolerieren, diese Grenze mit Schreien und so weiter. Das ist meistens unser Problem und deswegen schreien wir auch immer das Kind, meistens das Kind an, damit es endlich Ruhe gibt. Aber dass wir diesen Frust aushalten, zu dem Kind runtergehen, ist es klar, dass er jetzt erstmal seine paar Minuten hat, wo er ausrastet, aber ihm erklären, du bist gerade müde, du bist gerade genervt, das darf so sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was sie gesagt hatte. Also das Verständnis, sie sagt einfach, dieses Verständnis aufbringen für das Kind und Körperkontakt. Wichtig ist, ich lese nochmal hier vor, dass Eltern nicht nur die Sprache als Kommunikationsmittel nutzen, also jetzt hör auf, es ist gut, ich habe dich verstanden, sondern Mimik, Körpersprache und Körperkontakt sind wesentlich. Das bedeutet, wenn ich jetzt genervt bin und sage, ja, ich weiß, du bist müde, du bist genervt, dann weiß das Kind, dass ich es nicht ernst meine, sondern dass ich es wirklich aus tiefstem Herzen sage, Kind, ich weiß, du bist gerade gereizt, ich weiß, du bist gerade müde. Runtergehen zu dem Kind ist umarmen, manchmal möchte es das Kind nicht, dann ist okay, aber nur, dass das Kind sieht, meine Eltern lieben mich, obwohl ich ausraste und sie respektieren gerade meinen Wutausbruch. Einige Eltern werden denken, ja, aber dann macht das doch immer. Nein. Nein, ich habe die Erfahrung auch bei mir zu Hause gemacht, dass die Kinder wissen, dass ich sie ernst nehme mit ihren Gefühlen. Und wenn sie schreien, lasse ich sie oft auch schreien. Ich habe Gott sei Dank eine Nachbarin, die ist ein bisschen taub, also eine ältere Nachbarin, die nicht so gut hören kann. Wenn ich woanders wohnen würde, keine Ahnung, was das für ein Drama wäre. Obwohl mein Nachbar hier nebenan, der hört es schon. Aber wenn, ich meine, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Aber wenn das Kind gerade ausrastet, oder es ist oft nach dem Kindergarten von meinem Sohn jetzt, der 6 gerade ist, dass er manchmal nach Hause kommt und plötzlich schreit. Der ist gereizt und schreit und ich weiß, er hat sich den ganzen Tag angepasst. Der ist gerade gereizt und das sage ich ihm auch. Ich sage, Schatz,
Du bist genervt, du bist müde, der Tag war wahrscheinlich zu viel für dich, du darfst deinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Bist du wütend? Sagt er, ja, ich bin wütend. Ja gut, dann kannst du schreien. Und das Gute ist, es verpufft dann. Er schreit kurz und dann dieses Gefühl, dass ihn jemand versteht und annimmt, tut ihm so gut, dass er dann auch gar nicht mehr schreien braucht. Dann schreit er die eine Minute, dann ist auch wieder gut. Wenn ich ihn aber bestrafen würde und anschreien würde, das würde dann nur noch schlimmer gehen. Das wäre ein Teufelskreis. Und das wäre auch eine Verletzung in seiner Persönlichkeit, in der Beziehung zueinander. So, ihr sagt sie hier, die Eltern von Tom können zusätzlich zu ihrem Verständnis und Körperkontakt den Körperkontakt suchen und Tom aus seiner destruktiven Aktion herausholen, weil er ja den Heizkörper geschlagen hat und geschrien hat. Tom wird sich vielleicht nicht sofort beruhigen. Es ist aber auch nicht in erster Linie das Ziel, dass sich das Kind beruhigt und nicht mehr wütend ist. Ziel ist, dass das Kind in der Überforderung und Überschwemmung der Gefühle nicht alleine ist. Dass er Sicherheit erlangt und spürt, dass es sich in dieser Ausnahmesituation auf seine Eltern bzw. die Bezugsperson verlassen kann. Außerdem merkt es, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem liebevoll miteinander umgehen können. Das sind wichtige emotionale Erfahrungen, die sich tief und nachhaltig verankern. Das Kind kann zum Beispiel fühlen, ich bin mit meiner Überforderung hier sicher und gut bei meinen Eltern aufgehoben. Meine Eltern haben den Überblick und können mir Sicherheit geben. Sie bewahren Ruhe, auch wenn ich mich jetzt so fühle und total überfordert bin, ist das okay, ist es in Ordnung. Meine Eltern sind klar in ihrer Haltung und Entscheidung und fühlen doch mit mir. Jetzt möchte ich dir nochmal den einen Satz vorlesen, den ich eben schon aus dem Kopf erwähnt hatte. Es geht nicht darum, miteinander einig zu sein oder den Ärger des Kindes wegzuargumentieren und dadurch Streit zu vermeiden, sondern darum, die entstehende Frustration und die Gefühle unseres Kindes auszuhalten. Das ist nicht immer einfach im Alltag. Und wichtig zu wissen, Kinder können noch nicht anders. Sie erklärt hier, in dem Alter, also wenn die Kinder halt noch sehr klein sind, Babys, Kleinkinder, dominiert das emotionale Gehirn noch sehr stark. Es ist noch nicht so ausgeprägt wie bei uns Erwachsenen, wo wir, wenn du jetzt auf der Arbeit bist und eine richtig beschissene Kollegin hast und du würdest sie gerne anschreien, das tust du ja nicht, du rastest ja nicht aus, weil dein Gehirn ausgereift ist. Im Normalfall. Naja, manchmal rastet man aus und gibt da trotzdem eine. Aber es kommt so selten vor. Du weißt ja, was ich meine. Also die Hirnregionen, die für die Verarbeitung von kognitiven Inhalten maßgeblich sind, also für Verständnis, Vernunft, reifen erst sehr, sehr viel später. Also dürfen wir es von so kleinen Kindern nicht erwarten, dass sie verstehen, was wir ihnen sagen. Sondern wir sollten an uns arbeiten, dass wir die Kinder verstehen. Wir können die Erwartung aufgeben, dass Kinder Einsicht und Verständnis für unsere Position aufbringen. Hirnorganisch gesehen ist es eine überhöhte Erwartung, dass das Kind diese komplexen Prozesse wie Einsicht und vorausschauendes Verhalten leisten kann. Also wenn wir sagen, beeil dich, wir kommen zu spät und das Kind trödelt. Das versteht es ja in dem Moment noch nicht. Jetzt gucke ich gerade nochmal weiter. Jetzt geht es weiter mit dem Thema, warum Kinder oft nicht hören, grenzende Kommunikation, die Szene mit dem Eis, die ich vorhin schon erwähnt habe. Mutter sagt, nein, es gibt jetzt kein Eis. Ich habe dir schon erklärt, warum ich das nicht möchte. Das Kind, ich will aber. Mutter, wir haben vorhin schon ein Eis gehabt. Kind, ich will aber noch eins. Mutter, wir wollen nachher noch Abendbrot essen und Papa kommt dann auch nach Hause. Kind, ich will aber ein Eis. Mutter, ich habe außerdem gar kein Geld dabei. Kind, ich will aber trotzdem ein Eis. Und was ist jetzt die Lösung, wenn du in dieser Situation bist? Die Katja sagt, also Stresssituationen, das ist jetzt eine Stresssituation für das Kind und es bringt nichts, Kinder in Stresssituationen auf Vernunftebene irgendetwas zu erklären. Du erreichst sie nicht, sie sind im Gehirn einfach noch nicht so ausgereift, dass sie dich verstehen. Die gute Nachricht ist, die Erkenntnis ist auch entlastend, also du weißt jetzt Bescheid, okay, ich erreiche das Kind in dieser Ebene nicht, dann muss ich es auf emotionale Ebene mit dem Kind versuchen. Und sie sagt, gut ist also, wenn Erwachsene mitfühlen können, ohne dass sie ihre Entscheidung in Frage stellen. Es gibt einfach kein Eis, Punkt, aus. Das Kind darf traurig und frustriert sein. Und da ist ja immer der Kampf. Die Eltern wollen, dass es glücklich ist. Manche kaufen dann das Eis. Hauptsache, es geht ihm gut und er ist glücklich. Aber ob es ihm dann wirklich gut geht mit dem zweiten, dritten oder vierten Eis, das ist auch wieder eine andere Frage. Eltern dürfen ihrem Kind signalisieren, dass sie es auch bedauern, dass es jetzt kein Eis mehr gibt, aber gleichzeitig zu ihrer Entscheidung stehen. Das heißt, sie sagt, du kannst jetzt sagen, du ärgerst dich jetzt gerade und du bist bestimmt erschöpft. Ich kann dich verstehen. Wir gehen aber jetzt nach Hause. Das Kind wird vielleicht weiter meckern, aber dieses Gefühl zu geben, dass du es verstehen kannst,
dass du es vollkommen hinter dem Kind stehst, dass du es trotzdem liebst, aber es gibt trotzdem kein Eis. Du kannst weinen, wie du möchtest, mein Schatz. Packst die Sachen und gehst. Natürlich wirst du wahrscheinlich ein weinendes Kind haben, eins, das meckert. Aber glaub mir, Leute, meine Erfahrung ist, mit der Zeit wird sich das Kind daran gewöhnen, beziehungsweise es wird sich aber auch geliebt fühlen. Also ich habe es mit allen Kindern so gemacht, wenn wir zum Beispiel jetzt einkaufen gehen und die schreien nach Süßigkeiten, gerade wenn sie klein sind. Ja, wenn sie ganz klein sind, mittlerweile ist es nicht mehr so, aber wenn sie ganz klein sind, 2 Jahre alt so ungefähr, und die sehen da so bunte Packungen und nehmen das und schreien und wollen es haben. Ich nehme ihm das ganz liebevoll, also ich gehe immer runter, wenn sie halt im Kinderwagen sitzen, schaue das Kind an und sage, das kaufe ich jetzt nicht, mein Schatz. Nimm ihm das aus der Hand. Und dann fängt das Kind schon an zu meckern und zu weinen. Und ich sage dann, du darfst weinen, du darfst wütend sein, mein Schatz. Wir kaufen das nicht. Und leg das weg und bin aber einfach nur selbstbewusst in meiner Entscheidung, dass es das jetzt nicht gibt, und weitergehen. Meine Erfahrung ist, dass es viermal höchstens dauert, gerade wenn sie so klein sind, bis sie sich daran gewöhnt haben zu verstehen, ich bekomme das nicht. Wenn meine Mutter sagt nein, dann nein. Aber sie ist ja trotzdem für mich da. Und oft war das auch so, wenn das Kind extrem schreit, dass ich alles stehen und liegen lasse, das Kind in den Arm nehme, mit meiner Hand auf den Rücken klopfe und sage, ja, ist gut, schrei es erstmal, lass deine Wut raus, ich bin für dich da. Und das Kind weint und schreit, umarmt mich dann fester. Und das Schöne ist, ich spüre, wie das Kind meine Liebe spürt und spürt, okay, ich darf trotzdem wütend sein, es schreit weiter. Die Leute gucken, was die Leute denken, ist mir sowieso unwichtig. Lass das Kind erstmal schreien, und wenn es sich beruhigt hat, lege ich es in den Kinderwagen, sage, ich liebe dich, und wir laufen weiter. Und meistens hat sich das dann auch geklärt. Also mittlerweile ist es so, natürlich wollen meine Kinder immer noch Sachen haben, aber sie verstehen es, wenn ich sage, nein, mein Schatz, das kaufen wir jetzt nicht. Wir kaufen was anderes, aber das nicht. Und wir laufen weiter. Es kommt auch manchmal noch zu Diskussionen, wo die Kinder sagen, ja, aber in der Schule hat der Tom das auch und der darf das immer in der Pause essen und ich habe das noch nie probiert und ich will mal. Da lasse ich mich manchmal auf eine Diskussion ein und erkläre, dass Tom seiner Mutter nicht weiß, dass es gar nicht so gut ist, und ich möchte das nicht kaufen, weil es wirklich nicht so gut ist für deinen Bauch. Da kriegst du nachher Bauchschmerzen. Und wir gehen weiter. Natürlich sind meine Kinder dann nicht super glücklich und springen durch die Gegend und sagen, juhu, ich habe so eine tolle Mama. Die sind auch genervt. Aber es ist auch okay. Hauptsache, ich habe mein Kind seelisch nicht verletzt, indem ich es anschreie, indem ich es bestrafe. Und ich habe meinem Kind gezeigt, ich stehe nicht zu diesem Produkt, ich möchte nicht, dass du es bekommst, aber trotzdem liebe ich dich. Das ist mir halt immer ganz, ganz wichtig. Also, was wir jetzt hier rauslernen konnten, ist, dass die Kinder auf kognitiver Ebene nicht zu erreichen sind. Das heißt, sie können nicht verstehen, warum eine Sache so ist, aber emotional können sie verstehen. Das heißt, du kannst zu dem Kind gehen, ihm zeigen, dass du für ihn da bist, ihm zeigen, dass du es verstehen kannst, dass er gerade wütend ist, weil er das oder das nicht bekommt oder weil er gerade schreit. Aber dass du trotzdem für das Kind da bist. Und aus dem Buch, das Wichtigste, was wir hier rausnehmen können, ist, dass es nicht sein muss, dass wir das Kind in dem Moment glücklich machen, sondern dass wir akzeptieren und tolerieren, dass er gerade einen Wutanfall hat und dass wir trotzdem für ihn körperlich da sind, also in der Nähe, in die Nähe haben, und dass es auch schreien darf. Dann geht es jetzt hier weiter um das Thema Schlafen, geht es hier, warum Kinder ihre Eltern beim Schlafen brauchen. Fand ich auch so, so, so süß, wie sie es hier geschrieben haben. Da ist ein 3-jähriges Mädchen, die zuerst alleine schläft und danach in der Nacht dann halt doch schreit und doch zu den Eltern möchte, Licht anmacht und einfach nicht schlafen möchte. Und solche Situationen kennen halt viele, viele Eltern, wo die Kinder erstmal nicht alleine schlafen möchten. Und sie erzählt, es ist wie ein Gummiband. Das dauert ein bisschen, bis sich die Kinder lösen können. Und da ist es wichtig, dass man als Mutter oder Vater dem Kind die Nähe zeigt, dass man erstmal hingeht, mit ihm ein Buch liest und erstmal da bleibt, bis es einschläft. Und hier sagt, alleine einschlafen, sagt die Katja, aus evolutionsbiologischer Sicht ist es nicht sinnvoll, weil wenn damals ein Kind alleine geschlafen hat in der Höhle, dann wäre es gefressen worden. Deswegen muss es schreien, wenn es alleine ist, um überhaupt zu überleben. Und so machen es halt auch die Kinder heutzutage bei uns, dass die Kinder einfach nicht einschlafen wollen alleine. Sie sagt, was kannst du jetzt tun, wenn das Kind Schlafprobleme hat? Beachten Sie zunächst den individuellen Schlafbedarf Ihres Kindes, denn Kinder sind auch in dieser Beziehung sehr unterschiedlich. Seien Sie als vertraute Bindungs- und Bezugsperson für die Beruhigung immer ansprechbar. Also nicht anschreien und sagen, nee, du gehst jetzt ins Bett, sondern hören, was das Kind will. Das heißt vor allem auch Körperkontakt geben, Sicherheit und Ruhe ausstrahlen. Also nicht gestresst sein und schreien. Da erwische ich mich
erwische ich mich gerade selbst. Ist auch schon vorgekommen, gerade abends, wenn ich ganz viel noch Haushalt zu tun habe und die Kinder eingeschlafen sollen, dass ich dann manchmal schon so ein bisschen zickig werde und sage, mein Gott, dann schlaft doch mal alleine, das könnt ihr doch, ja. Aber ganz schnell kommt auch wieder das schlechte Gewissen und ich sage, gut, dann leg dich halt hin, es sind nur noch ein paar Jahre und dann schlafen sie auch alleine, leg dich die paar Minuten hin, bin ein bisschen genervt. Aber sie sagt hier, Sicherheit und Ruhe ausstrahlen. Gehen Sie öfter ins Zimmer und vermitteln Sie über Körperkontakt die Sicherheit, dass Sie da sind. Schaffen Sie eine ruhige und reizarme Atmosphäre, also kein wildes Spielen und so weiter, das wissen auch die meisten. Nehmen Sie sich Zeit zum Verabschieden und finden Sie Rituale, finde ich auch ganz wichtig, Rituale abends, weil Schlafen bedeutet auch Loslassen mit Abschiedsschmerz und Trennung voneinander. Also nicht einfach ins Bett ablegen und weggehen, sondern sich dazusetzen, noch ein Buch lesen, in der Nähe bleiben und wenn das Kind schreit, niemals, niemals alleine lassen, sondern wirklich zu dem Kind hingehen, weil es hat natürlich im Unterbewusstsein viele Prozesse laufen da. Ich hoffe, ihr hört mich. Es laufen viele Prozesse im Unterbewusstsein. Und wenn wir das Kind schreien lassen, was einige Mütter machen, was ich auch schon beobachtet habe in meinen, in meiner Nähe, in meinen nicht Verwandten, aber ich hatte das schon beobachtet, die Eltern machen es ja nicht böse. Sie denken, ich muss es schreien lassen, damit es sich gewöhnt, alleine zu schlafen. Aber da wird im Unterbewusstsein einiges kaputt gemacht. Das Kind versteht, ich bin nicht wichtig und wenn ich schreie, kommt niemand, also muss ich mich selbst beruhigen. Klar wird es irgendwann alleine schlafen, aber nur, weil es aufgegeben hat, dass es in Sicherheit ist. Wir kommen jetzt an den letzten Punkt. Ich werde nicht das ganze Buch zusammenfassen, sonst wird es ewig dauern. Aber ich denke, die wichtigsten Sachen habe ich dir schon mitgeteilt. Hier geht es jetzt nochmal um das Bedürfnis der Kinder, ihre Gefühle auszuleben. Und wenn wir das Kind bestrafen, es ging darum, die haben ein Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht mal, was für ein Spiel das ist. Und das Kind hat die ganze Zeit verloren und irgendwann ist es ausgerastet und hat das ganze Spiel einfach umgekippt. Ja, sie haben, sagen wir mal jetzt, die haben Mensch-Ärger-Rettich nicht gespielt mit den Eltern und das eine Kind kann einfach nicht verlieren und weil es schon wieder verloren hat oder weil es zum ersten Mal verloren hat, hat es das gesamte Spiel einfach umgekippt, komplett auf den Boden. Normalerweise würde es jetzt Konsequenzen geben und Strafen, aber hier in dem Fall sagt sie, wenn du das machen würdest, dann würde das Kind denken, mein Zustand fühlt sich nicht gut an. Wenn ich so fühle, bin ich unerwünscht. Wenn ich so fühle, bin ich allein damit. Ja, es fühlt sich wahrscheinlich als Verlierer oder was auch immer. Wenn du aber dem Kind zeigst, also ich würde es erstmal auf den Boden lassen und sagen, okay, du bist gerade genervt und du fühlst dich gerade nicht gut an. Wer kennt dieses Gefühl, auch mit den anderen dann sprechen, an dem Spieltisch, wer kennt dieses Gefühl, wenn man verloren hat? Dann werden sich ja einige melden. Und wie fühlt sich das an? Gar nicht gut. Und dass man einfach über dieses Gefühl erstmal spricht und jeder darf etwas dazu sagen. Und dass es völlig normal ist, dass wenn wir verlieren, wir uns nicht gut fühlen. Aber trotzdem sind wir besonders, so wie wir sind, auch wenn wir mal verlieren. Und bei jedem Spiel gibt es mal Gewinner und mal Verlierer. Du bist ja nicht immer Verlierer. Und so kann das Kind verstehen, ich bin ärgerlich und es ist okay, ich bin nicht alleine damit und jemand hilft mir, diesen Zustand zu überwinden. Und dann kann man sagen, wir setzen uns jetzt hin und räumen das gemeinsam auf, was da auf dem Boden liegt. Hier steht nochmal ganz konkret, was die Mutter zum Kind sagen könnte. Ich kann sehen, dass du dich ärgerst, du bist enttäuscht, du bist verzweifelt und du bist traurig, das merke ich. Dann spricht sie das Gefühl des Kindes an und spiegelt es. Das Kind bekommt so Informationen darüber, wie es ihm geht, weil er versteht es in dem Moment selber nicht. Es erfährt im Kontakt zu seiner Mutter, wie man das Gefühl nennt und wie man es ausdrücken kann. Ziel ist es, dass das Kind lernt, sich in seiner Gefühlswelt zurechtzufinden und später auch Emotionen zu benennen. Zum Beispiel, ich bin enttäuscht, ich bin ärgerlich, ich bin verzweifelt, ich bin traurig. Und er merkt dann auch die Botschaft seiner Mutter, ich sehe dich in deinem Gefühl und nehme es wahr. Du bist angenommen und anerkannt mit deinem Gefühl. Ich nehme dich an mit deinem Gefühl und deiner Ohnmacht und deiner Hilflosigkeit. Du kannst dich auf mich verlassen, du bist damit nicht alleine. Zusammengefasst also, beachte die Gefühle deines Kindes. Ich bin mir sicher, dass alle meine Zuschauer die Gefühle ihrer Kinder beachten. Aber das ist auch nochmal so ein Ansporn, ein kleiner Anschubser, die ganzen Situationen zu hinterfragen, wenn kleine Kinder ausrasten, warum sie ausrasten, was könnte es denn für tiefere Gründe haben. Und dem Kind immer wieder spiegeln, ich verstehe dich, du bist gerade genervt, du bist gerade gereizt, du schreist, kann ich vollkommen verstehen und das Kind einfach lassen. Es soll das Gefühl haben, dass es trotzdem geliebt und von dir angenommen wird. Das war es jetzt zu diesem Buch. Ich hoffe, dieses Buch hat dir ein bisschen die Augen geöffnet, nochmal ein paar Anstöße gegeben, Denkanstöße, wie du deine Erziehung, Beziehung zum Kind nochmal verbessern kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit mit deinem Kind und bis zum nächsten Video.